willkommen, meine Damen und Herren, zu Abriss. Ich habe von einem Entwicklerstudio aus Berlin, und zwar Randwerk, Abriss zum Antesten bekommen. Die Karte ist auch dabei. Kann also nur gut werden, Mann. In diesem Spiel geht es, wie der Name schon sagt, um das Abreißen von Strukturen. Ich habe ja mein Werkzeug mit am Start und komme meinem Bildschirm damit nicht zu nah, denn ich habe ja schon eine Macke drin. Ihr könnt hier drin diesen roten Bobble sehen, sozusagen das Herz des Gebäudes oder des Konstrukts. Und das muss ich zerstören. Es gibt wohl mitunter auch mehrere Herzen in den Gebäuden, aber wir sind jetzt ganz am Anfang. Und da ist halt nur eins für die Anfänger. Ich mache jetzt übrigens die Mucke aus. Komischerweise nimmt OBS das Menü irgendwie flackernd auf. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt mache ich meine eigene Musik rein, ne? Hier links haben wir 6 Ultra Heavy Cubes. Dann nehme ich jetzt einfach die Dinger an in die Hand, kann sie hier mit der Maus schon mal so ungefähr platzieren und auch mit dem Mausrad drehen und schlussendlich dann mit Linksklick setzen. Ich kann auch Linksklick gedrückt halten und dann kann ich halt eben so ein bisschen genauer manövrieren. Dummerweise habe ich den jetzt schon schief gemacht, das war irgendwie Quark. Aber wir versuchen es trotzdem so. Ich könnte jetzt auf Go drücken, dann würde eben dieser Klotz hier reinfallen, weil das Gerüst verschwindet. Aber ich will ja das Herz treffen, ne? Und ich würde es nicht ganz treffen, sag ich jetzt einfach mal. Deswegen erweitern wir den schiefen Turm um ein weiteres Stück Heavy Cube. Und jetzt sollte es eigentlich schon voll reinlatzen. Also testen wir das Ganze mal. Los geht's! Ja gut, da unten liegt der ganze Schotter. Ich habe es nicht ganz abgerissen. Ein bisschen was ist noch da. Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal rein und bauen die Schose viel höher. Also jetzt sollten wir ja eigentlich nach hinten durchschlagen können. Na, guck mal, los geht's. Ja! Ich würde sagen, wir haben 100% geschafft, nicht wahr? 100% in one move. That was legitness. Ich weiß. Use connectors to link parts. Hier ist jetzt nicht so viel außenrum, aber ich glaube, ich habe eben einen Schuss gesehen. Ja doch, hier wird geballert. Da gibt's Krieg. Dieser Artstyle gefällt mir sehr gut. Es erinnert mich auch an diesen Manga Blum, mit dieser außer Rand und Band geratenen Stadt. Das habe ich da direkt im Kopf. Also, wir haben jetzt hier unsere 4 Heavy Cubes, dann 2 Connector und 2 Pillar. Unser Ziel ist recht fett, aber wir könnten es wahrscheinlich unten einkloppen, dann fällt eh alles in sich zusammen. Also, ich stelle hier ganz vorne die Kante vor allem. Das ist ganz wichtig. Die 4 Pillar hin. Und jetzt mache ich einen Connector dann einmal... Ja, hier oben drauf. Mit Z kann man übrigens direkt den Schritt rückgängig machen. Und jetzt baller ich hier diese Heavy Cubes einfach dazwischen. Ich hoffe, dass... vielleicht habe ich das nicht sonderlich gut durchdacht. Dann mache ich einfach hier vorne noch einen dran. Einfach, dass wir die Masse am Start haben. Und hier noch. Und dann noch da oben drauf. Ist jetzt nicht so gut geworden. Aber wir gucken mal, was passiert. Achtung und go! Es kommt! Oh, yes! Oh. Jawohl, beide explodiert. Ein bisschen was steht aber noch. Ah. Aber muss man immer auf Perfektion gehen? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die Pillars haben fast keinen Schaden gemacht. Das machen eigentlich ausschließlich die Heavy Cubes, nehme ich an. Ja, ja, ja. Ha, ist ein bisschen mehr kaputt gegangen? Nope. Oh. Destroy targets on building grounds to unlock. Okay, das heißt, wir haben ja hier drüben einmal einen Building Block, den wir erst... befreien müssen und danach dann dieses Ziel hier drüben, das wir dann, ja, kaputt machen. So wenig Material wie möglich benutzen, dass wir für später auf jeden Fall noch viel haben, oder? Meint er nicht auch? Ja, ob das reicht? Wir gucken mal. Okay, okay, ja, ja, doch. Ich glaube, das war ganz gut. Bye, have a beautiful time. Ja, clear. Achso, ich muss jetzt aber hier schon noch clearen erstmal. Ah ja, ja. Wusch. Jetzt zerstören wir das Teil hier und das scheint ja einfach nur zwischen 2 unzerstörbaren Blöcken reingebaut worden zu sein. Also eigentlich ziemlich billo. Dann machen wir folgenden super duper Hardcore-Move. So. Und jetzt bekommt das Teil Arme. Ich weiß nicht, ob die nicht etwas zu hoch sind. Das werden wir jetzt gleich sehen. Kann ich hier unten noch jetzt... Ah ja, man kann einfach in so eine bestehende Gitterstruktur reinbauen. Ah, die sind aber zu niedrig, oder? Here we go. Ah, wie majestätisch. Oh. Okay, das hat schon echt was. Dieses Reingeballere da. Na aufkommen, 100% kann man schon mal voll machen, nicht wahr? Wie frech das jetzt war, oder? 1% wo? Was? Warum? Use rotators to turn parts. Oh mein Gott. Jetzt werden wir langsam technisch. Also wir können mit einem Rotator unsere Parts drehen und hier praktisch alles kaputt schlagen. Ich mache einen Rotator einfach hier hin. So. Ist das jetzt an dem Rotator dran? Also ich hoffe, dass es an dem Rotator dran ist, weil ich brauche auf jeden Fall noch einen Connector für diese Stelle hier, um den Heavy Cube dran zu machen. Okay, das ist fett. Ja, die Perspektive ist ziemlich nice. Ich gehe mal so hin.
Was ist denn das hier für ein Knopf? Ich drücke erstmal hier drauf. Achtung, ich drücke einmal drauf. Und jetzt suchen wir noch geschwind den Gewinner vom Meme-Review-Video raus. Da habe ich ja gesagt, weil ihr so schön kommentiert, gibt es einfach nochmal einen 10 € Skinbaron-Gutschein für irgendjemanden von den kommentierenden Leuten. Södele, hier ist der Link vom Video. Filter Duplicate Users. Include Replies to Comments. Wollen wir auch Antworten zählen lassen? Ja, komm, eine Antwort. Ist auch ein Kommentar. Los geht's. Wir snacken uns die Kommentare. Ich gehe ein bisschen runter. 27 gibt es. Und suchen uns den Gewinner heraus. Los geht's, meine Damen und Herren. Und es ist... Piotr. Monsieur Ajax ist es. Guck mal da. Ajax, schreib mir bitte hier unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Also einfach in die Kommentare. Und schreib mich bitte gleichzeitig auch auf Twitch an, per Privatnachricht, so wie immer, per Whisper. Und sag, hey, yo, ich habe ja auf YouTube was gewonnen. Hier kannst du den 10 € Skinbaron-Gutschein raushasseln. Dann schicke ich dir den dort. So, weiter mit dem Main-Video. Bye, bye. Und er muss aber richtig arbeiten. Und er wird immer schneller. Das ist für ihn überhaupt kein Hindernis, durch diese Schwere durchzuarbeiten. Ja, das hat schon gut geballert, würde ich sagen. Aber warte mal, wir haben keine 100%. Use bombs to create explosions. Oh, ich glaube gerade Kreddel wird das Spiel lieben. Konstruktion bauen, Bomben, alles zu Klump hauen. Sweet. Wir müssen eigentlich nur unten das Stück sprengen. Das heißt, wir müssen uns ganz kurz dahin bauen. Und dann, die Bomben einfach zünden. Guck mal, wir sind schon auf der Höhe. Das heißt, wir bauen jetzt zur Seite hin. Vielleicht denke ich hier aber auch gerade zu einfach und es geht gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die macht ja richtig Damage. Ja, okay, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ich muss hier wahrscheinlich schnell zünden, bevor halt alles in sich zusammenstürzt. Bam, bam! Ja? Ja? Mhm. Ich würde schon sagen, voller Erfolg, ne? Kann man sagen. 96. Wie frech. Thrusters. Guck, wie Raketen. Das ist ja richtig sweet. Oh mein Gott, guck mal. So, das ist die Rakete. Oder warte. Gibt es hier so ein... Ha. Okay. Übrigens, mit R kann man direkt zurück. Können wir irgendwie schief bauen? Ist ja so ein bisschen rampenmäßig. Es geht aber... Ne, es geht nicht. Ich gehe mal so in die Perspektive. Und go! Ja, gut. Ah, ja, ja. Einfach zu einfach. Ja, 98% ist in Ordnung. Was ist denn das? Das ist das Ziel über mir. Wir haben zwei Raketen, einen Rotator und den ganzen anderen... Und eine Bombe. Ah, ich weiß nicht genau, wofür wir den Rotator jetzt brauchen. Wir könnten doch eigentlich das so versuchen. So. Und jetzt passt auf. Jetzt mache ich hier oben eine Bombe, halte die Mitte. Und die Triebwerke nach... Okay, gut. Ich kann scheinbar nicht unter dieses Konstrukt gucken. Wir holen halt einen Rotator und rotieren dann schlussendlich die Raketen in die richtige Position. Ach, komm, machen wir nochmal so ein Ding und dann die Bombe drauf. So. Mal gucken, ob es überhaupt stehen bleibt. Ja, es bleibt stehen, sehr schön. Jetzt drehen wir die Raketen in die richtige Richtung. Achtung. Ich muss es seitlich gucken. Ich würde sagen, das ist schon sehr gut. Pass auf, jetzt starte ich das ganze Ding, unseren kleinen Mann. Und wir gucken, was passiert. Aber warte, ich will noch einen guten Winkel. Ja, so. So machen wir das. Achtung! Und go! Oh! Unzündung! Oh, shit! Alter Falter! Alter, das ist ja richtig geil! 100% easy! Laser to cut targets! Also, wir haben jetzt Laser, mit denen wir attackieren können. Wie tief ist diese Plattform? Wartet mal, wir gucken kurz was. Wenn ich jetzt den Laser anmache und langsam in die Richtung drehe, bin ich ja schon auf dieser Höhe hier? Oder deutlich... Oh gut, das war richtig nice. Kann ich jetzt auf den Laser was... Ja, ich kann auf den Laser draufbauen. Dann gehen wir jetzt einfach hoch und noch eins hoch. Ich kann, wie gesagt, den Winkel irgendwie nicht so einstellen, dass ich so von vorne drauf gucken kann. Beide Laser an. Und dann rotieren wir mal... Oh, das Ding fällt ja gleich um. Rotieren wir mal los. Habe ich zwei Rotatoren da dann gemacht? Oh ja. Unterschiedliche... Oh nein. He's falling down. Oh no. Es war schon nicht schlecht. Also wir haben das Ziel geschafft. Die beiden Herzen sind down. Aber hier ist ja noch ordentlich was übrig. Wir können jetzt natürlich so richtig fancy werden und gucken, ob wir mit sowas, wobei ich hier noch ein Gegengewicht machen muss, irgendwie da alles kaputt strahlen können. Laser an. Oh, die fallen dann gleich hoch und go. Ja. 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 Okay. Es ist halt einfach zu einfach, Leute. Für einen Ingenieur wie mich. Und jetzt könnte man natürlich diese Dinger hier auch einzeln steuern, ne? Also, ich kann jetzt anhalten und hier Stück für Stück alles kaputt strahlen. Also, das ist mir übrigens eben erst eingefallen,
dass wir ja so Stück für Stück alles zerstrahlen könnten, weil wir ja auch zwei Achsen haben. Also falls ich nicht zu doof bin bezüglich der Ansichten, also der Perspektiven, wäre das richtig nice, wenn man noch ein bisschen freier mit der Kamera rumspielen könnte, wenn ich kann nicht so jetzt von unten nach oben gucken praktisch. Ja, 97% ist ganz in Ordnung. Katapult! Oh mein Gott! Okay, die Sachen sind überhaupt nicht mehr drin hier, aber es gibt bis dato schon mal 5 Welten. Das haben wir eben noch gemacht. Das heißt, das nächste wäre jetzt City. Dann wisst ihr was? Ich hab Bock. Use mirrors to reflect lasers. Ja, wir gucken einfach mal, pass auf. Wir machen einmal so und ja, dann halt ein Laser dran, ne? Wir könnten noch eins höher bauen mit einem weiteren Rotator, aber so alles in allem sind wir hier sehr begrenzt. Achtung, wir gucken mal, was passiert. Ich dreh mal den angeschalteten oder auch annenden Laser, wie coole sagen, in diese Richtung. Ah ja. Und wir sind viel zu tief. Okay. Dann gehen wir mit einem weiteren Rotator nach oben. Wir gucken, was passiert. Ah ja, ja, ja. Oh. Okay. Und ich kann vor und zurück, weil die Laser, die Rotatoren gegeneinander laufen. Das ballert aber gut. Aber... Ah, da geht das Tor auf. Ah, yeah. Und hier geht dann wahrscheinlich nach diesem Ding auch was auf. Seht ihr das? Da ist eine... Sieht sie hier. Ja. Dann geht das Tor vorne auf. Okay, dann weg mit dem Ding. Yeah. Okay, das ist wirklich nice mit den Spiegeln. Warte, ich will da noch nicht rein. Ah, jetzt bin ich schon rein. Also das Teil in der Mitte löst sich gerade auf. Boom. Jo, das geht komplett kaputt. Ich glaube, außen haben wir eigentlich... Ein bisschen was ist noch da, da unten. Da hinten war noch ein bisschen was. Also ich sage es zu 100%. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.